Wie in vielen anderen Städten in Sachsen und in ganz Deutschland ist die NPD heute auf der Straße im Rahmen ihres bundesweiten Aktionstages Raus aus dem Euro. Wir sind hier in Dresden heute auf der Prager Straße, also direkt im Herzen der Landeshauptstadt von Sachsen. Der Zuspruch ist wieder mal hervorragend. Man spürt regelrecht, die Menschen haben die Schnauze voll von dieser Misswirtschaft durch die jahrzehntelange Ausbeutung durch die Euro-Misswirtschaft. Und ich denke, auch der heutige Tag kann und darf nur ein Startschuss sein. Ein Startschuss für eine wirkliche Kampagne. Die NPD muss in den nächsten Wochen und Monaten konsequent raus auf die Straße. Ganz im Sinne Professor Schachtschneiders, der nach der Klage vom Bundesverfassungsgericht gegen den Rettungsschirm für Griechenland den Appell an die Menschen gerichtet hat. Jetzt ist die Zeit reif, eine andere Partei zu wählen. Jetzt ist die Zeit reif, auf die Straße zu gehen. Und diese Aufforderung, diesen Appell Professor Schachtschneiders müssen wir in den nächsten Monaten umsetzen. Dann bin ich mir sicher, werden wir breite Massen für unsere Kampagne raus aus dem Euro mobilisieren können. Zu Recht fordern immer mehr Menschen die Abschaffung des Euro. Mittlerweile selbst namhafte Persönlichkeiten wie der ehemalige BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel sagen, raus aus dem Euro. Sie alle wollen die Rückkehr zur nationalen Währungseinheit. Sie alle wollen die Rückkehr der D-Mark. Die NPD und viele andere haben von Anfang an davor gewarnt, aber die Einführung des Euro geschah über die Köpfe der Bürger hinweg. Die NPD ist die einzige Partei, die sich gegen den Export von Arbeitsplätzen nach Osteuropa und den gleichzeitigen Import von immer mehr ausländischen Sozialschmarotzern auf den deutschen Arbeitsmarkt und Zuwanderern in die sozialen Sicherungssysteme das Wort redet. Die NPD ist die einzige Partei, die sich wehrt dagegen, dass hunderte Milliarden Euro zum Fenster hinausgeworfen werden zur Rettung des marodierenden Bankensystems, um den Zusammenbruch der internationalen Märkte zu verhindern. Hunderte Milliarden Euro für die Finanzoligarchie in Europa. Hunderte Milliarden, um die Misswirtschaft südeuropäischer Pleitestaaten zu stoppen. Heute ist jeder Deutsche statistisch mit über 70.000 Euro verschuldet. Das alles interessiert die Bonzen in Berlin, in Dresden und Brüssel ganz offensichtlich einen feuchten Kehricht. Denn anders ist nicht zu erklären, dass hunderte Milliarden an Rettungspaketen für den heruntergewirtschafteten Euro aufgewandt werden.